Willkommen zur dritten Folge von Plants vs. Zombies. Ja, wir werden heute weitermachen. Und, müssen noch kurz warten, bis der Rollrasen ausgelegt wurde. So. Nein, kein Bonusspiel. Vielleicht in der nächsten Folge. Heute bekommen wir so eine etwas andere Erbsenkanone. Und wir müssen uns entscheiden, was wir nehmen. Okay, das auf jeden Fall. Das. Ah, ich will das mal zeigen. Ich zeige es euch. Und los geht's. Hier kann ich mir was ansehen, aber das lasse ich jetzt erstmal. Ah, Mist. Ja, okay, ich lasse es doch da. Das ist unfair. Okay, ich stelle mir die dahin. Die kleine Kartoffelmine. Okay, da kommt gleich der nächste, aber wir sind dann vorbereitet. So. Falls ihr euch fragt, warum ich die hier und die da zuerst baue, die brauchen sehr lange, um sie wieder bauen zu können. Bei den Erbsenkanonen dauert das halt überhaupt nicht lang, die kann man ganz schnell bauen. Aber die hier, die brauchen extrem lang. Hier sieht man ja. Da unten kommt einer mit einem Hut. Mach ich mal da noch eins hin. Hoffentlich kommt hier der nächste und nicht hier. Ja, Glück gehabt. So, dann bauen wir mal eine hier hin. Ein Schnapper, so hieß der. Und bumm. Explodiert. Oh, ein Zombie mit einem Eimer. Einem Metalleimer. Na, guten Appetit, Schnapper. Oh, das habe ich jetzt ein bisschen gefailt. Hoffentlich schmeckt der gut mit dem Helm. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, einen Untoten zu essen. Ah, guck mal. Der eine Arm hängt noch raus. So, da kommt gleich der nächste. Und bumm. Kaputt. Die brauchen ganz schön lange, um die Zombies ganz zu essen. Oha, ich der so ein dicker Klumpen runtergeschluckt wird einfach. Was mache ich da? Ich baue hier ohne Sinn und Verstand, dabei wollte ich
richtig gute Strategien machen. So. Daran kann ich jetzt leider nichts mehr ändern, aber okay. Wie das klingt, dieses. Was? Nur eine Welle? Davon waren es doch schon zwei. Okay. Dann stellen wir uns mal darauf ein. Wir bekommen Besuch. So. Und du knabber dich daran mal tot. Stirb. Oder Moment, da. Hab's. Sieht doch schön aus. So, was ist denn das? Kostet genauso viel, doppelt so viel wie die Erbsenkanone. Ah ja, Werbung. Wer kennt sie nicht? So, Duplinator. Schießt zwei Erbsen auf einmal ab. Okay, das erklärt natürlich auch, warum der doppelt so viel wert ist. Level 9. Eine Sonnenblume. Ha. Ja. Dahin wäre das gut. Ja. Okay, dann das, 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 das und das. Das. Probieren wir es mal aus. Dahin. Ich teste mal das aus, ob die hier vielleicht gut sind, aber okay. Ah, das dauert natürlich jetzt viel länger. So. Schieß. Schieß gefrostete Kugeln. Bumm. Mist. So. Nee, besser hier. So. Ach komm, das ist jetzt wirklich mehr als unfair. So. Dann wirst du halt umgebracht. Du wirst einfach umgebracht, wenn du so gemein bist. Ach komm. Ich brauche gefrorene Erbsen. Ach Mann, ey, die sind echt Spielverderber. Okay, Hilfe. Bringt ja nichts.
So, dann erstmal das dahin. Kommt schon so ein Blümchen. Ich brauche mehr. Ich brauche noch eine. Eine kleine Sonne. Eine klitzekleine Sonne. Danke. Da haben wir fast verloren. Oh nein, und gleich kommt schon erst die erste Welle. Hilfe. So, dann wollen wir mal gleich anfangen, den ersten Duplinator zu bauen. Die da. Und wo? Ich guck mal, wo der erste Zombie kommt. Wo kommt der Flaggenzombie? Da. Ja, der schießt zwei direkt hintereinander. Obwohl ich den auf anderen Bahnen viel nötiger hätte. Tja. Oh, da hat ein Zombie es fast durchgeschafft. Egal. Ersetzen wir mal schnell. Los, schieß ihn kaputt. Sodass er den Kopf abspringt. Ja, so macht man das. Oh nee. Oh nee. Nein. Nee, hier fehlt noch eine. So. Kommt schon, tötet ihn, bevor er da drauf tritt. Die kostet mich sehr viel. Ja. Und jetzt den auch noch. Schnell. Ja. Und jetzt den hier. Macht ihn platt. Och nö. Warum kommt da jetzt noch einer? Oh, die haben den Helm kaputt geschossen. Ja, die sind richtig gut. Die Duplinatoren, die sind richtig gut, wirklich. Vielleicht bekommen wir ja noch einen Duplinator, der Eis machen kann. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber okay. Da. Man gönnt sich ja sonst nichts. Gleich kommt die letzte Welle. Komm schon, wie kann der so lange leben? Hier sind zwei Duplinatoren. Tötet ihn doch. Ja. So macht man das. Oh Mist, jetzt fehlt hier noch einer. Und genau hier kommt so ein Sprung-Zombie. So.
wie die alle einfach nur drauf gehen. Und tot. Okay. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Ah ja. Und wir kriegen einen Pilz. Dann wollen wir mal beginnen. Oh, hier bekommen wir auch ein Fließband. Okay, das schaffen wir aber, glaube ich. Bumm. Ja, okay, so. Da. Spring darüber. Ich weiß, sieht ein bisschen wüst aus, aber naja, was soll ich machen? Ich habe viel mehr Pflanzen, als ich brauche. Ich brauche eigentlich diese Hagelzuckererbsen, aber ich bekomme die nicht. Oh nein. Bumm. Einmal alles kaputt schießen. Hubs. So. Boom.
Eine zweite Reihe Minen kann ja nicht schaden. Fail. Das sollte dahin, das sollte dahin, das sollte weg. Explosionater Erfolg. Okay. Oh, schade. Kann ich nicht weiter ausbauen. Egal. Was kann das sein? Ein Pustepilz schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Aber das seht ihr leider nicht mehr heute, denn die Folge ist nämlich vorbei. Die hat schon Überlänge, wie ich sehe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr wollt, und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.